Auf was Udo Jürgens in seinem Lied 5 Minuten vor 12 schon vor lange aufmerksam machte, nämlich auf den Klimaschutz, das bringt die Ich-Tu's-Initiative des Landes Steiermark seit kurzem in Form einer Erlebnisausstellung wieder in die Klassenzimmer der Steiermark. Also wir haben seit 2 Jahren eine groß angelegte Bildungskampagne in der Steiermark, wo wir Klimaschutz und Energiesparen verstärkt in den Unterricht einbringen. Wir haben hier auch eine Kooperation mit dem Landesschulrat gehabt, da hat es einen Wettbewerb gegeben, es hat mehrere Ausstellungen und Führungen gegeben und diese Ausstellung ist quasi ein neues Mosaiksteinchen für den steirischen Schulalltag. Alle steirischen Schulen haben die Möglichkeit anzufragen und hier die Ausstellung zu buchen und so können Pädagogen und Pädagoginnen den Kindern noch näher diese Themen bringen. Der Auftakt des Projekts? Coole Köpfe gegen heiße Erde, bei dem die Schüler teils auch spielerisch mit dem Thema Klimaschutz konfrontiert werden, fand in der neuen Mittelschule Graz-Keppler statt. Die Ziele sind klar definiert. Die Ziele dieser Ausstellung sind, den Kindern und Jugendlichen in den Schulen vor Augen zu führen, was Klimaschutz mit jedem Einzelnen zu tun hat, was wir alle tun können und auch wie unser Handeln hier in Europa und in den reichen Ländern das Klima der Erde beeinflusst, aber dann auch das Leben der Menschen im Regenwald. Also ein großer Teil der Ausstellung ist auch der Regenwaldschutz. Die Bündnispartner vom Klimabündnis ist die Urbevölkerung im Amazonas-Regenwald im Bereich vom Rio Negro. Und da reden wir dann auch darüber, was hat unsere Lebensweise damit zu tun, dass Regenwälder zerstört werden. Mit kleinen Maßnahmen Großes bewirken ist das Motto, mit der sich die Erlebnisausstellung an die Kinder wendet und auch hofft, die Eltern und somit Erwachsenen damit ins Boot zu holen. Wenn die Kinder anfangen und zu den Eltern sagen, du schalt das Licht aus oder Mama, du hast den Computer angelassen oder Papa, wir stehen da jetzt eine Minute, schalt das Auto ab in der Zwischenzeit, solche Dinge, gell, solche Kleinigkeiten, dann fangen die Eltern auch an nachzudenken und erfahrungsgemäß ist es dann so, wenn die Kinder das an die Eltern herantragen, dann machen die das auch.